Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA Welt mit Paxis. Wir befinden uns ja im letzten Spiel der Saison und es ist ein sehr wichtiges Spiel, weil wir halt das Spiel gewinnen müssen, sonst steigen wir ab in die zweite Liga. Das möchte ich natürlich nicht, da gibt es ja auch weniger Fernsehgelder etc. Deswegen spielen wir jetzt auch mit der Bundesliga-Mannschaft. Wichtiges Spiel, wichtige Mannschaft. Mit der fühle ich mich einfach momentan wohler als mit der BBVA-Mannschaft und deswegen, ja, Bundesliga. Und ich hoffe, dass wir jetzt hier auch einfach das Ding souverän gewinnen. Ich versuche mir nicht zu viel Druck zu machen, damit ich locker aufspielen kann. Schauen wir mal. Und ich meine, wenn ich halt verliere und in die zweite Liga abstehe, ist es auch kein Weltuntergang, weil dann haben wir wieder ein neues Ziel, können aufsteigen in die erste Bundesliga. Erste Bundesliga, sage ich schon. Ja, für mich ist es die erste Bundesliga. Schauen wir mal. Gut, da haben wir also einen Galatasaray-Fan, wie es aussieht. Hoffen wir mal, dass er auch gleich drückt. Na komm, also. Ja, schade, leider spielt er nicht mit Galatasaray. Ja, toller Fan, Galatasaray, aber Pacer-Sturm oder was? Was heißt Pacer-Sturm? Pacer-Mannschaft. Zum Glück keine gute Statistik. Aguero, der alte Eto'o, superschnell. Di Maria, superschnell. Hazard, Nani, superschnell. Touré für den ZDM ist, glaube ich, auch nicht langsam. Koscielny und Kompany für Innenverteidiger auch nicht langsam. Walker sowieso superschnell. Clichy auch schnell. Also und natürlich Courtois, mein Todfeind im Tor. Also ich würde sagen, es wird ein schwieriges Spiel, aber das haben so die entscheidenden Spiele immer an sich. Deswegen konzentrieren, gut spielen und dann kann eigentlich gar nichts passieren. Ich würde sagen, das ist das Wichtigste. Schön ins Ausgelaufen, haben wir ihn schön abgedrängt mit zwei Spielern. Nicht schlecht. Mal schauen, wie er so drauf ist. Wirkt auf den ersten Moment aggressiv und ungeduldig, aber wird auch noch nicht so viel gespielt. Haben wir ihn einfach mal den Ball abgelaufen. Oh, Glück gehabt. Fehler direkt wieder gut gemacht. Schlecht in den Gegner reingedreht. Oh, das war eine sehr gute Grätsche von ihm. Götze, dass Götze gerne mal einen mit dem Kopf macht, wissen wir ja komischerweise, obwohl er so klein ist. Müssen natürlich bei seinem Sturm immer aufpassen, dass er nicht auf die blöde Idee kommt, hier einfach uns zu überrennen. Wobei er das wahrscheinlich immer versuchen wird. Oh. Oh, meine Fresse. Da stand unser Spieler ja eigentlich viel, viel besser positioniert und trotzdem springt er vorbei. Ich glaube, ich habe zeitig auf Klären gedrückt gehabt. Das war das Problem. Ich glaube, bei ihm wird es echt geil, wenn wir es schaffen, ihn noch einen Tick ungeduldiger werden zu lassen. Dass er einfach mit jedem Spieler dumm drauf rennt, vielleicht ein bisschen rumgrätscht. Dann sollte es ein Tick einfacher für uns werden. So, mal gucken, wie wir es am besten machen. Ach, schön hängen geblieben. Ich hätte eigentlich gehofft, dass wir es irgendwie in den Rückraum bekommen, auf Götze gespielt, aber es hat leider nicht funktioniert. Jetzt wird es eklig. Sehr schön, ganz sauber und auch hier wieder schön abgeklärt. Das Ding weggeköpft, stand halt auch gar niemand. Muss mal aufpassen, oh, das haben wir schön gelöst. Nein, war das Abseits, aber okay, Courtois hätten ja sowieso gehalten, aber dass das Abseits war, krass. Ah, sehr schön. Langsamer Konter von uns. Wie immer halt, wenn wir kontern. What? Da waren wir dran als letztes und das Ding ist nicht reingegangen. Wie geht das denn? Oh, das Ding muss eigentlich auch rein, aber mehr als da ins lange Eck schießen kann ich auch nicht machen. Weil dann wäre der Gegner dran gewesen. Man hätte vielleicht auf Götze passen können, aber das war dann auch zu riskant. Aber es läuft gerade ziemlich gut für mich. Zu nah ans Tor, zu nah ans Tor und leider kein Spieler da, der es gefährlich macht. Oh, fuck. Ja,
scheiß Pace War Konternutte. Wenn Piszczek nicht so komisch da reingekrätscht wäre, aber na gut. So gewinnt der halt seine Spiele. Muss nicht viel können. Einfach ein bisschen auf einen Konter hoffen und dann ist es halt einfach viel schneller. Und ich mach's ihn natürlich logischerweise auch leicht mit meiner Verteidigung, weil meine Verteidigung ja langsam ist. Kein Foul? Doch. So, schön ablegen und das Ding reinhauen, würde ich sagen. Ah, warum steht denn da Groß? Och, Groß soll doch nicht ablegen. Das gibt überhaupt keinen Sinn. Groß soll schießen. Oh nein, dann haben wir auch noch dieses Pech, dass es gegen Pfosten geht. Wir brauchen halt noch zwei Tore und dann fressen wir natürlich so ein scheiß Kontertor. Ärgerlich. Naja. Aufregen bringt nichts. Wir haben natürlich jetzt in der zweiten Halbzeit noch genügend Zeit, um zwei Tore zu schießen. Das sollte klar sein. Wieder eine merkwürdige Grätsche von ihm. Ja, wenn er mich da nicht blockiert, habe ich logischerweise mit Götze da... Naja. Ist eigentlich ein Foul, würde ich sagen. Steht denn hier unten niemand bei dem? Muss ich auch wieder von sonst wo angelaufen kommen? Ganz ruhig. Er wird wieder zu aggressiv und grätscht zu viel rein. Oh, was? Das war kein Laufpass. Ich habe einen ganz normalen Pass nach unten gespielt und die Scheiße kam dabei raus. Sowas nervt dann natürlich einfach. Und dann fehlt halt auch wieder dieses Quäntchen Glück. Mit ein bisschen Glück hätte hier Müller einfach den Ball mitnehmen können, alleine vom Tor. Dann ist das Ding halt drin. Aber ja, es soll anscheinend, das war ein schlechter Pass von mir, muss ich zugeben. Aber es soll halt wohl nicht sollen sein. Und jetzt na, haben wir auch noch Pech, wie es aussieht. Ja, einfach nur diese dreckigen, das war genau wie dieses scheiß Ablegen eigentlich bei seinem 1-0. Im Normalfall hätte mein Spieler noch den Ball haben müssen. Man hat aber halt das Glück, dass seiner einfach so schnell war, dass es noch überlaufen konnte, weil das war nämlich auch ein schlechter Pass. Aber das ist halt einfach das Problem. Man bekommt halt so ein FIFA-Spiel nicht anders programmiert. Also du kannst halt nicht programmieren, dass es eher wie im echten Leben zugeht und es da halt auch Spieler gibt, die einfach nur schnell sind, aber nicht gut spielen können. Hier bei FIFA gleicht einfach Geschwindigkeit Können aus. Also man kann mit weniger Skill, wenn man schnelle Spieler hat, kann man einfach sein Skill-Level ausgleichen. Logischerweise. Das ist halt einfach das Problem. Deswegen hat man immer einen Vorteil mit diesen schnellen Spielern. Was ist denn jetzt gerade mit den Flanken? Das kommt ja aber gerade ein bisschen sehr behindert. Jetzt müssten wir mal den Anschluss machen. Oh, dieser Courtois hält aber auch alles. Vielleicht mal ein bisschen weiter raus. Und, oh nein! Das ist der zweite Kackkopfball in dem Spiel. Ja, es geht auf Zeit, oder was? Nein. Das Ding ist natürlich durch, also ich werde jetzt keine zwei Tore mehr schießen, aber ich würde sagen, es ist ein Spiel, was wir hätten gewinnen können. Rein vom spielerischen Vermögen vielleicht auch müssen. Aber ich habe irgendwie in der Saison, also die ganze Saison über schon ziemliches Pech, muss ich sagen. Oder das Gefühl zumindest. Vielleicht seht ihr das ja anders, aber ich hatte schon das Gefühl, dass ich hier ziemliches Pech hatte in der ganzen Saison. Und dann steigt man auch mal ab. Also ich finde es halt auch ein bisschen schwachsinnig. Dass ich halt teilweise durch individuelle Fehler von meinen Spielern, die ja eigentlich sehr gut sind, aufs Maul bekommen. Das letzte Spiel hätte ich niemals verloren, wenn Neuer da diesen Kack nicht gemacht hätte. Oder war es vorletzte? Das vorletzte Spiel, glaube ich. Naja, wir steigen ab. Dann spielen wir jetzt direkt noch ein Spiel in der zweiten Liga mit unserem BBVA-Team. Das Spiel hätten wir natürlich definitiv nicht verlieren dürfen. Wenn wir schon kein Tor schießen, dann vielleicht unentschieden wäre gerecht gewesen. Aber ich denke, die Niederlage geht so nicht okay. Aber egal.
Ich meine, ich habe mir ja dieses Handicap mit der Pace selbst auferlegt, weil sonst einfach zu leicht wäre, denke ich. Von daher darf ich mich da eigentlich gar nicht drüber beschweren. Geben wir Hummels mal einen Vertrag. So. Und dann haben wir jetzt wenigstens wieder eine neue Aufgabe, nämlich Aufstieg in Liga 1 mit eventuellem Ligatitel in Liga 2. So. Was ich mir halt auch schon überlegt habe, ist, wenn es jetzt hier halt nichts wird mit Ligatitel etc., dass ich meine Mannschaft halt langsam verbessere. Was ist das denn? Eine Dreierkette mit sehr schnellen Spielern. Dombia schnell, Sarabi schnell, Candreva ist, glaube ich, okay. Jorginho schnell, Cuadrado schnell, Pogba, Pjanic. Ja, wenigstens mal ein interessantes Team, was man nicht so oft sieht. Mal schauen. Ist ja auch zweite Liga. Ich glaube, da ist das Niveau wirklich ein Tick schlechter. Also da spielen die einfach ein Tick schlechter. Haben wir halt schon überlegt, dass ich, wenn das hier nicht läuft mit den beiden Teams, die Teams halt einfach so langsam von hinten nach vorn schneller macht. Das heißt, ich bekomme halt es öfter einfach mal ein Gegentor, weil meine Innenverteidigung so langsam ist. So, dass ich dann da einfach mal schnelle Innenverteidiger reinstelle und zum Beispiel einen Second In vom Spahic gegen einen Benatia austausche. Und einfach mal schaue, wie das da läuft, ne? Oder vielleicht sogar ein In vom Benatia, das Geld haben wir vielleicht sogar. Aber das würde ich jetzt erst in Liga 1 machen. Das heißt, Liga 2 würde ich jetzt einfach nochmal mit den eher langsamen Teams spielen. Und wenn ich in Liga 1 bin, würde ich dann zum Beispiel jeweils in der Bundesliga und in der BBVA einen schnellen Innenverteidiger reinnehmen und dann versuchen, den Titel zu gewinnen. Wenn es nicht klappt, wieder einen schnelleren Spieler reinnehmen und so weiter und so fort. Also das wäre jetzt spontan noch mein Plan, damit es auch wieder ein bisschen spannender. Gut. Im letzten Spiel kamen meine Ecken ziemlich komisch, deswegen hoffe ich mal, dass es dieses Mal wieder ein bisschen besser kam. Die kam auch eher komisch als gut. Ärgerlich, aber gutes Stellungsspiel von Papa. Es laggt schon wieder. Was ist denn hier los? Die letzten Aufnahmen haben wir fast immer ein Spiel, wo es ein bisschen laggt. Hätte ich jetzt durchstecken können, aber dann war es schon zu spät. Habe schon auf Schießen gedrückt. Ja, ich habe jetzt immer in den letzten Spielen so eins gehabt, was laggt. Das ist ärgerlich. Das erschwert einfach das Kombinationsspiel so sehr. Hau den Ball weg! Also. Es laggt halt richtig krass. Also es ist nicht nur, dass es ein bisschen laggt, sondern es ist echt eklig. Der Ball kam viel zu weit. Das Geile ist auch wieder, das war. Okay, er verteidigt gut. Schade, jetzt habe ich es halt komplett verlaufen. Ja! Trotzdem ein Tor. Weil das bei dem Gelecke, OMG. Aber was ich eigentlich sagen wollte, vorher, der Pass, das war halt ein normaler Pass. Also ich habe einen normalen Pass gespielt und der macht halt einen Laufpass draus. War auch wieder merkwürdig. So, das ist immer gut, wenn das Spiel so extrem leckt, ein frühes Tor, dann kann man definitiv direkt defensiver spielen. Es ärgert mich trotzdem, dass es so sehr leckt, auch wenn ich jetzt erstmal ein Tor habe. Ich wollte schon sagen, ne? Also wir wollen es mal nicht übertreiben mit dem Durchlacken und Dribbeln. Was? Dahin wollte ich eigentlich nicht wirklich spielen. Er scheint gerne zu tricksen, der Gegner hier. Tricksen und Dribbeln, das scheint sein Ding zu sein. Oh, komplett aufgezogen, ey. Wenn das jetzt ein Gegentor gibt, oh, kann ich den Controller weglegen. Mein Torwart hat den Ball. Ich ziehe komplett auf und habe nicht. Also, ich war ja komplett unbedrängt mit dem Torwart. Das heißt, ich drücke logischerweise nicht auf Klären, sondern mache halt eine Flanke so weit wie möglich raus. Und der knallt die halt nicht mal an die Mittellinie ran. Ja, gehen wir wieder auf ausgeglichen. Wieder individuelle Schwäche, damit habe ich überhaupt nichts zu tun gehabt, meiner Meinung nach, weil mehr als den Ball wegschießen kann ich ja auch nicht. Jetzt bricht es ab, weil der Gegner sich denkt, ah, es leckt mir so sehr, ich habe keinen Bock mehr.
Ja, war ja klar. Es regt halt direkt wieder auf, aber ich bleib ruhig. Wir können aber Spaß haben, weil wir noch ein bisschen Zeit haben, aber jetzt, ich habe jetzt keine Bock, noch ein Spiel zu machen. Erstens bin ich gerade ein bisschen auf Tilt. Und das nächste Spiel wird einfach nicht gut werden, denke ich. Und zweitens haben wir auch nicht mehr so viel Zeit. Gucke ich mal, was so ein Binatia kostet, einfach mal Spaß haben. Aber wir kaufen ihn noch nicht. Wie gesagt, ich will auf jeden Fall diese Liga, diese zweite Liga noch aufsteigen mit den beiden Teams und dann jeweils ein Spieler verbessern. Und das wäre natürlich in der Innenverteidigung Benatia gegen Second In vom Spahic. Und bei der BBVA müsste ich erstmal gucken, was ich dann nehme. So, was haben wir da? Kostet nur 6.000? So billig? Okay. Und der Inform? 400.000, aber wie gesagt, könnten wir uns ja leisten, deswegen überhaupt kein Stress. Die Frage ist halt nur, kaufe ich ihn mir jetzt schon oder gibt's den oft genug? Weil nicht, dass ich dann, keine Ahnung, den in der Woche kaufen will und den gibt's dann nicht mehr. 375. Wir machen mal Mindestpreis 50.000 rein. Ja, also den scheint es noch oft genug zu geben. Wir könnten uns sogar den Team of the Season holen, aber dann wäre mein Geld schon wieder fast weg. Deswegen würde ich das wohl erstmal nicht machen. 375.000. 350. Den scheint es ja auf jeden Fall oft genug zu geben als Inform. Das ist doch schon mal gut. Dann brauche ich mir den jetzt auch nicht holen, würde ich sagen. Es sei denn, ich kann immer mal gucken und wenn ich irgendwie ein Schnäppchen sehe für 200.000 oder so, dann würde ich zuschlagen. Aber so würde ich sagen, können wir dann einfach warten. Oh, ich sehe gerade einfach 4-3-2-1. Für 300.000, was ja schon relativ billig wäre, 50 Stunden. Ja, ich biete jetzt einfach mal 300.000 drauf, denke ich, weil 300.000 wäre momentan das Billigste und er hätte die richtige Formation, wenn ich das richtig sehe. Ich glaube, das Lecken kommt aber gerade von den Servern, weil jetzt hier auch der Transfermarkt ja relativ langsam geht. Wir können ja noch mal kurz die richtige Formation eingeben. Vielleicht habe ich ja jemanden übersehen. Ja, 300.000 bieten wir mal drauf. Hatte ich eigentlich den normalen Benatia in meiner Bundesliga-Mannschaft oder den Inform? Nee, Inform hatte ich mir glaube ich auch nicht gekauft gehabt, oder? Ist recht im Sinne? Ah, ist der normale, alles klar. Gut. Ja, dann würde ich sagen, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch trotzdem gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Gucken wir nochmal schnell. Ja, wenn ich eine Inform austausche, kann ich ja auch einen neuen Inform reinnehmen, einmal frei. Dann würde ich sagen, Daumen nach oben, wird man euch loben, euer Praxis, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.